20 Jahre hast du uns schon weingöttlich beschirmt bei unseren Adenauer-Weinfesten und in den meisten Jahren hat es ja mit dem Wetter auch geklappt an dieser Stelle. In diesem Jahr herzlich willkommen auch hier im Sächsischen Weinhof. Allen sächsischen Winzern, die unsere sächsische Weinkultur über die Jahrzehnte hochgehalten haben. Und in diesem Jahr, vielleicht ein bisschen Probleme bei den Höhen, ansonsten haben wir dieses Jahr endlich mal wieder ein richtig wunderschönes Weinjahr. Und die ersten Wesen, die in den Keller gekommen sind, lassen auch versprechen, einen wunderschönen Jahrgang für nächstes Jahr. In dem Sinne danken wir den Winzern, dass sie die Grundsteine legen für unsere Weinfeste. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Genießen Sie einfach mal, lassen Sie sich drei Tage einfach alles von sich fallen. Die Gedanken, die Probleme, die da so sind, und feiern Sie einfach unseren sächsischen Wein. Feiern Sie Ihren Radebeul. Herzlich willkommen und viel Spaß. Was man nicht im Kopf hat, hat man an den Beinen. Und ich habe mir extra die Brille aufgesetzt, damit ich euch gut sehen kann und damit ich auch nichts vergesse. Es ist ein Pamphlet. Und ihr wartet ja sicher darauf, dass der Bacher so ein paar Worte sagt, ne? Oder? Also das ist ganz klar. Aus dem Grunde wollen wir das noch praktizieren. Also, fangen wir mal an. Liebe Freunde und Gäste von überall auf der Welt, welcome. Liebe Radebeulerinnen, liebe Radebeuler, herzlich willkommen und hurra! Die Zeit für Lust auf Wein und Spiele ist wieder da. Kötschenbroders Anger umarmt euch, macht seine Arme breit, hat sich geschmückt für die Weinfestzeit. Öffnet die Herzen, Höfe, Keller und Türen, will euch zu einem Jubiläumsfest verführen. 25 Jahre Weinfest. Und 20 davon mit Theaterkultur, das ist spitzenmäßig, einmalig. Das gibt's in Kötschenbroda nur. Jetzt könnt ihr klatschen. Geehrt seid ihr Winzer, denn euer Wein wird wieder ein Labsal für die Kehle und die Seele sein. Ihr seid ja jahrelang alkoholische Mitgestalter. Alkoholische Mitgestalter. Und ihr alle, meine Lieben, seid Traditionserhalter. Durch euer treues Immerwiederkommen hat dieses Weinfest eine so tolle Entwicklung genommen. Zum 20. Mal gibt es das Wandertheaterfestival. Mit hochkarätigen Künstlern, international. Und
Den ganzen Zauber theatralischer Spiele brachten sie mit nur einem Ziele, euch froh zu machen und selig. Das war ihr einziges Ziel. Den ganzen Zauber theatralischer Spiele brachten sie mit diesen Zielen. Mit ihren wunderbar skurrilen Theatergestalten. Sie kamen mit Klassik und Mystik. Sie kamen mit Zirkus. Mit Tanz und Musik. Mit Himmel und Hölle, mit Faust, modern und antik. Sie kamen in Maske und auf Stelzen, haben Brücken gebaut und machten uns mehrfach mit Shakespeare vertraut. Liebeskabalen, wunderbare Märchen und feurige Legenden, die Kunst auf diese Weise und ihre Vielfalt wird niemals enden. Mit ihren clownesken Treiben werden sie immer in unserem Herzen bleiben. Wir haben die Hitze ertragen, haben den Regen verlacht, haben die Themen der Jahre zu den unseren gemacht, waren weinselig, heiter und bestens gelaunt, haben die Künstler gefeiert und sie bestaunt. Kurz, es passte zusammen, Theater und Wein. Und so soll es auch in der Zukunft sein. Heute ist die Zeit, um Danke zu sagen all jene, die mitgestrickt, damit das Fest jedes Jahr immer neu glückt. Dann nehmen wir zunächst mal die sächsischen Weinmajestäten. Sie repräsentieren unser Land mit würdevoller Botschaft und immer charmant. Und auch an die Macher wollen wir denken, die uns jedes Jahr neue Ideen schenken. Stichwort Helmut Räder, der künstlerische Leiter, den kennt doch jeder. Helmut, wir rufen ihn mal. Helmut, Helmut, Helmut. Na, was ist denn das? Alle. Helmut, Helmut. So habt ihr damals bei Kohl gerufen. Ja, aber der hat die blühenden Mannschaften nur versprochen. Aber Helmut realisiert sie. Der zaubert die wunderbaren Landschaften hier in Radebeul. Helmut, gib dir mal einen Ruck. Du kriegst auch aus meinem Becher einen Schluck. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der hat sich verblümt. Ja, der will nicht in die Öffentlichkeit. Also, machen wir weiter. Jetzt kommt der politische Teil. Das ist wichtig. Jetzt bitte ich euch ganz genau hinzuhören. Trinken wir auf Sachsen schöne Seiten, auf ein freudvolles Leben auch kommender Zeiten und auf die Hoffnung, dass vieles, beinahe alles zum Guten sich fügt, wenn Tatkraft und Hilfe Egoismus besiegt. Trinken wir auf eine weitsichtigere Politik, auf kluge Entscheidungen und Handlungsgeschick. Trinken wir darauf, dass wir das Mögliche versuchen und nicht hasserfüllt alles Fremde verfluchen. Es hilft kein Gegröhle und kein dummes Lautschreien. So können Menschen nie Menschen sein. Nehmen wir die momentane Beschwernis in Kauf und die Neuankömmlinge fair und freundlich bei uns auf. Seien wir menschlich und denken wir daran, dass das, was Ihnen passiert, auch uns treffen kann. Nur menschenliebender Mut im täglichen Handeln kann im Kleinen wie im Großen
unsere Welt verwandeln. Trinken wir darauf, dass wir diesen Mut finden, dann schmeckt auch der Wein und aus 100 anderen Gründen. Prost! Das ging ein bisschen holprig, aber es war gut gemeint. Ihr habt mich verstanden. Jetzt übergebe ich mal das Mikro unserem Oberbürgermeister. Ist das richtig? Erst die Prinzessin, die stellt sich jetzt vor, namentlich. Ja? Name, Hausnummer, Dienstgrad und so, das kommt jetzt alles zu euch. Gut, also, ich gebe das mal weiter. Hallo und auch ich begrüße die Gäste hier zum Weinfest. Ich bin die Kathi, die sächsische Weinprinzessin, habe die Jana noch im Schlepptau und natürlich auch die Jessner Weinprinzessin und Schliebener Moje. Die werden sich jetzt auch gleich nochmal vorstellen. Von mir einen kleinen Weinspruch an der Stelle. Ein Tag ohne Wein ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Zum Wohl. Das war schönen guten Abend alle nochmal miteinander, liebe Weinfreunde, liebe Radebeuler, liebe Gäste. Ich bin sehr gespannt hier auf das Weinfest, da ich sonst eigentlich immer im Ausschank hier war und das jetzt einfach mal nur genießen darf, mit Ihnen feiern darf und freue mich auf drei spannende Tage und Abende und vor allen Dingen dann noch auf den Sonntag, auf den Höhepunkt des Weinfestes hier, finde ich eigentlich. Zum Wohl. Auch alle, bin ein bisschen klein. Ich bin die Lotte, komme aus Schlieben, bin die Schliebener Moje. Dankeschön und freue mich recht herzlich, das erste Mal hier zu sein. Und ich denke, wir werden alle zusammen ein wunderschönes Wochenende haben. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin die Sarah, ich bin die 23. Jessener Weinprinzessin. Jessen liegt zwar in Sachsen-Anhalt, aber dennoch zählt auch Jessen zum sächsischen Weinanbaugebiet. Ich lade Sie natürlich auch herzlich ein, den Jessener Wein zu kosten. Wir haben auch heute wieder einen Stand, und zwar im sächsischen Dorf, Weindorf auf der rechten Seite. Das ist dann das Weingut Hanke. Versuchen Sie also auch mal da den leckeren Wein zu trinken. Früher schon ein bekannter Reformator, der Martin Luther, ist in Jessen eingekehrt, hat dort den leckeren Jessener Wein getrunken, und das dürfen Sie heute natürlich auch machen. Und ich wünsche auch Ihnen ein ganz, ganz schönes Fest hier in Altkötzschenbroda und Radebeul. Und ich sage, fröhlicher Menschen und guter Wein sollten stets beisammen weinen. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ja, liebe Radebeulerinnen, liebe Radebeuler, liebe Weinfreunde. Nachdem wir erst von Bacchus göttlichen Beistand gekriegt hatten für unsere Weinfeste und dann ein Stück hinabgestiegen sind in der Leiter der Ränge, sind wir dann bei den Prinzessinnen gelandet, von der gesamten sächsischen Weinbaulandschaft, bei den sächsischen Weinprinzessinnen, bei Schlieben und Jessen. Ja, und jetzt sind wir ganz trivial im Bürgerlichen. Ja, ich heiße Sie recht herzlich willkommen hier in Radebeul in Altkötzschenbroda. 25 Jahre feiern wir jetzt hier schon unsere Weinfeste. Und wer sich noch erinnert an die Anfänge, da war der Anger noch trist und grau. So die ersten zarten Pflänzchen des Sanierungsgebietes fanden ihren Anfang. Und in diesen Höfen, da wurde die Idee geboren, lasst uns doch unseren sächsischen Wein, unseren Radebeuler Wein feiern. Und was ist daraus geworden? Ein Vierteljahrhundert Weinkultur in Radebeul, ein Vierteljahrhundert Weinkultur, die hier auf dem Anger gefeiert wurde. Und irgendwie hat dieser Wein auch den Anger verwandelt. Ein Stück weit hat er dazu beigetragen, dass er heute so lebendig, so farbenfroh ist. Ich möchte einfach an dieser Stelle auch den Winzern danken, was sie in den Jahren an Qualität in den Keller gebracht haben und was sie jetzt in den Gläsern haben, das kann sich wirklich sehen lassen. Wenn Sie noch zu DDR-Zeiten dran denken, so ein Stück Bückware, und wenn Sie es dann getrunken haben, wenn Sie es mal gekriegt haben, ein Stück einfach nur sauer, quittesauer manchmal, dann ist das jetzt ein wunderschöner Tropfen, den wir uns in ganz Deutschland sehen lassen können. Und den Winzern können wir dieses Jahr nur wünschen, dass nach vielen schwierigen Jahren endlich mal ein Jahrgang in die Keller kommt, der auch das Winzerherz Freude macht, dass es die Keller voll sind, dass Qualität ist. Feiern Sie einfach mit uns diesen Wein, unser Radebeuler Weinfest. Lassen Sie einfach mal den Alltag beiseite.
feiern wir 3 Tage lang richtig gemeinsam Radebeuler Herbst- und Weinfest. Genießen wir die Vorstellungen des Wandertheaterfestivals. Ich lade Sie alle ganz herzlich dazu ein. Sagen Sie es weiter. In Radebeul versteht man zu feiern und vor allen Dingen den Wein zu feiern. Herzlich willkommen in Radebeul. Weinmajestäten, Herr Oberbürgermeister, großer Gott des Weins, des Ölbaums, des Theaters, Frau Pfarrerin, liebe Weinfreunde, wir danken für bisher gutes Wetter. Wir hoffen auf eine ganz tolle Weinernte. Aber Friedrich Aust sagt immer, das können wir erst sagen, wenn die Ernte im Keller ist. Hoffen Sie mit uns zusammen, aber es wird gelingen. Ich bin guter Hoffnung, ein guter Wein, hohe Qualität, auch eine ordentliche Menge. Das bringt unsere Winzerinnen und Winzer voran und Sie müssen diesen Wein trinken. Und Sie freuen sich auch drauf. Und lieber Bacchus, du bist nicht nur für Wein, den Ölbaum, der wächst bei uns gar nicht, aber immerhin, das Theater zuständig. Du bist doch der Gott der schöpferischen Zerstörung. Wir wünschen uns alle, dass unser wunderbares Land vor Zerstörung, auch wenn sie schöpferisch sein möge, bewahrt bleibt. Wir hoffen, dass es weiter vorwärts geht, dass wir weiter glücklich sind und dass wir ein vernünftiges Leben haben. Trinken Sie mit uns heute Abend, feiern Sie mit uns und halten wir eng zusammen. Ich denke, dass heute ganz Sachsen auf Radebeul, sein Bacchus und sein Weinfest blickt. Und deshalb vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das Himmelreich gleicht einem Weinberg, so steht es bei uns in der Bibel. Und wir leben das hier gerade vor. Es gibt den zuständigen Weingott. Es gibt die unzähligen Winzer, die Weinkeller, die Weinflaschen und natürlich auch die Weintrinker. Es gibt die Weinprinzessinnen, die heute mit hier sind. Und es gibt viel gute Laune und auch das Wissen, dass dieses Jahr für Radebeul ein gutes Jahr gewesen ist. Unser Himmelreich, die nächsten 3 Tage wohlgemerkt, die gleichen einem Weinberg. Und es gibt momentan gerade auch weniger himmlische Zustände. Wir bekommen das durch die Medien mit und erleben die Menschen, die es bei sich zu Hause nicht mehr aushalten, weil es eben schon lange kein Zuhause mehr ist. Ganz unterschiedliche Weinberge sind das gerade. Und deshalb auch die Frage, ob unser Weinberg, also auch unser Weinfest, nicht noch viel mehr ist als Freude und Feiern. Und natürlich ist es das. Immer wieder gehen aus Radebeul Hilfstransporte in unsere Partnerstadt, in die Ukraine. Wir sammeln, wir spenden, wir helfen und wir tun was, wo es Not tut. Und so haben auch wir von der Kirche nicht nur wie immer unseren Pfarrhof geschmückt und den Weinkeller gut gefüllt und natürlich unsere Käsesuppe gekocht. Wir haben in diesem Jahr an unsere Kirche auch ein Transparent gehangen. Darauf ist zu lesen, Christus spricht, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Das sind Worte aus dem Neuen Testament. Und da werden ganz selbstverständliche Dinge des Zusammenlebens benannt. Essen, Trinken, etwas zum Anziehen, sich gegenseitig unterstützen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das nicht nur Worte sind, die auf einem Transparent an der Friedenskirche hängen, sondern das sind auch Worte, die in den Herzen von uns allen sind. Feiern, das wissen wir, das können wir nicht alleine. Richtiges Feiern geht nicht, wenn andere hungrig oder auch durstig durch die Fenster schauen müssen. Gemeinsam, so lautet das Zauberwort.
Und dann wird unser Radebeul tatsächlich zu einem himmlischen Weinberg, in dem jede und jeder seinen Platz findet. Uns allen ein schönes Fest und auch für unser Feiern den Segen unseres Gottes, der ein Gott der Freundlichkeit und des Miteinanders ist. Amen. Ja, vielen Dank, Frau Pfarrerin Pech, für die Worte. Vielen Dank unserem Landtagspräsidenten, vielen Dank unseren Weinprinzessinnen natürlich, vielen Dank Bacchus. Nicht zu vergessen natürlich auch den Trägern und Machern unserer Kalypstraube, die immer unser Fest dann einrahmt. Und bevor ich jetzt das Fest offiziell eröffne, sollten wir auch nochmal die Hände rühren für alle diejenigen, die im Hintergrund dieses Fest vorbereitet haben, die mitgewirkt haben, dass sie heute diesen Anger erleben können. Einfach dafür auch mal Dankeschön. Ebenso danken möchte ich den Förderern unseres Festes, die alljährlich das auch mit finanziellen oder materiellen Gaben möglich machen. Einige wenige möchte ich jetzt einfach nennen, weil wir dann gleich dorthin gehen bei der Eröffnung. Ich möchte den Förderern von der Fleischerei Münch, von der Bäckerei Münch und von Schloss Wackerbarth danken. Die einen mit Brot, die anderen mit etwas Würstchen und die anderen mit dem Federweißen, dem Eröffnungstrunk. Und in diesem Sinne lade ich Sie jetzt ein. Kommen Sie, genießen Sie gemeinsam ein Gläschen Federweißen und damit erkläre ich das 25. Radebeuler Herbst- und Weinfest und das 20. Internationale Wandertheaterfestival für eröffnet. Wunderbar, verehrter Herr Oberbürgermeister, jetzt müssen wir unsere hübschen Damen leider verabschieden. Wir haben ja hier im Elbland noch ein anderes Weinfest. Und da werden die Hübschen erwartet. Also sagen wir auf diese Weise danke, dass ihr da wart. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, ihr Hübschen hinter mir. Also, ihr könnt mal richtig klatschen. Danke. Herr Wensche, für unsere Zuschauer von Radebeul TV, noch ein paar persönliche Worte von Ihnen zum Weinfest? Ja, manch einer wird ja wissen, dass ich selber auch Winzer bin mit meiner Frau. Wir haben selber 1000 Weinstöcke und da ist natürlich das Weinfest als das Erntedank des Weines dann auch für uns ein ganz spezielles Ereignis, wo wir auch unseren eigenen Wein dann ein Stück genießen können, aber vor allen Dingen auch in die Gemeinschaft des Weins eintauchen können. Und wir Radebeuler, wir verstehen eigentlich unseren Weinfest zu feiern mit Wandertheaterfestival, das ohne Kombination, die es nicht woanders gibt, dann auf diesem herrlichen Dorfanger zu Altkötschenbrodern, dass wir jetzt schon im 25. Jahr sind, das hätte damals in den Anfängen keiner gewagt zu glauben. Also einfach Radebeuler Weinfest, das ist für mich persönlich auch einer der Höhepunkte des Jahres. Und Sie denken sicherlich auch, dass es wieder ein voller Erfolg wird? Ja, der Wettergott hat mitgespielt, der Wetterbericht sagt, also auf jeden Fall passt das von dem und dann sorgt der Wein und die Radebeuler und die vielen Freunde aus nah und fern, die kommen, sorgen schon dafür, dass wir dann die Atmosphäre haben. Da bin ich ganz guter Dinge, dass das Weinfest auch ein unvergessliches Erlebnis für alle wird. Vielen Dank und Ihnen noch viel Spaß. Herr Bacchus, sagt man Herr Bacchus oder nur Bacchus? Gut, wie wird der Wein dieses Jahr und wie sind die Aussichten fürs Weinfest? Sehr gut, die Aussichten sind fantastisch. In erster Linie haben wir dieses Weinfest insofern gut gestartet, weil das Wetter hält. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Wetter hält nicht nur für das Weinfest, sondern auch für den Genuss des Weines, der noch also praktisch auf der Rebe hängt. Also wir haben ein gutes Weinjahr in diesem Jahr, im wahrsten Sinne des Wortes erwarten. Und ich hoffe auch, dass uns der Wettergott da keinen Strich durch die Rechnung macht in den nächsten Oktobertagen. Ne? Was wird dein persönliches Highlight hier auf dem Fest? Wie bitte? Was wird dein persönliches Highlight hier auf dem Fest? Naja, ich bin nur jetzt mit der Weinkönigin bzw. mit den Prinzessinnen hier eingeflogen und ich habe die Aufgabe, in den nächsten Tagen die Menschen hier zu begleiten und eben für solche Dinge auch zur Verfügung zu stehen, wenn sie was von mir wollen. Und ich bin gern bereit, mit jedem Glas Wein zu trinken. Super, vielen Dank und viel Spaß. Dankeschön. Dann können wir noch Hagenbücher, dann können wir noch Hagenbücher spielen. Ja, das ist ein Eintracht.
Ich hätte gerne eine Flasche Kerner. Mach die da. Trinken. Ja. Ich nehme noch zwei Grauburgunder. Okay, also ich bin der Oliver. Das und ich bin Even. Das ist der Even. Ja, und wir trommeln hier, weil uns das Spaß macht. Genau, wir spielen eigentlich hobbymäßig Schlagzeug seit 6 Jahren und du seit 7 Jahren, oder? Irgendwas. Genau. Auf jeden Fall spielen wir gerne. Wir spielen gerne Schlagzeug und haben uns gedacht, ja, wir setzen uns mal hier aufs Weinfest und haben einfach Spaß und vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen und ja. Er hört zu. Genau.